bei der ganzen Elektromobilität geht es in erster Linie um Effizienz. Also das fängt beim elektrischen Antriebsstrang an. Der ist einfach hochgradig effizient, sehr viel effizienter als ein Heizaggregat, das man spazieren fährt. Die technischen Beweise, dass es geht, die sind erbracht. Jetzt geht es wirklich darum, dass es auch zu Serien- und Massenprodukten führt. Die Großindustrie verdient im Moment leider noch sehr gut mit den anderen Fahrzeugen. Wie es der Tschetsche von Daimler gesagt hat, wörtlich gesagt hat, wir sind kein gemeinnütziges Unternehmen, wir sind nicht angetreten, um die Welt oder das Klima zu retten, sondern wir bauen und verkaufen Autos. Wir verkaufen die Autos, die der Kunde fordert. Und wenn der die großen SUVs haben will, dann kriegt er die auch. Das Schlimmste, was wir haben, ist einfach dieses Unwissen in der Bevölkerung, noch in der breiten Masse mit der Elektromobilität. Viele haben Angst, viele kennen vielleicht nur die Segways oder mal ein E-Bike, aber dass es wirklich schon Fahrzeuge gibt, die man fahren kann, die auch eine Tradition haben, die schon lange fahren, wo Kunden bis zum Nordkap, bis nach Barcelona, die ganze europäische Bereich abgereist haben, dass es sowas schon zu kaufen gibt, technisch funktionsfähig, in einem Zustand, den man einfach so direkt vermarkten kann, wo es keine anfangs Kinderkrankheiten mehr gibt. Das ist einfach auch die Arbeit des BSM, dieses voranzutreiben. Wir sehen das halt kommen, dass die Leute sich dann zu 100% selber versorgen werden. Die haben die Möglichkeit, eben durch Solar, vielleicht in Kombination mit Windkraft, eine 100%ige Stromversorgung zu haben, vielleicht einen Batteriespeicher dazu und dann eben damit die Elektrofahrzeuge zu versorgen, sodass man komplett unabhängig wird. Zum Thema Batterien möchte ich mal ganz deutlich sagen, dass eine Batterie, die gut behandelt wird, indem man bei der Temperatur und beim Laden und beim Entladen einfach durch gutes Management drumherum auf sie aufpasst, was beim Laptop, beim Akkuschrauber und auch beim Mobiltelefon alles nicht passiert. Wenn man die Batterie gut behandelt, dann lebt sie auch lange. Die Batterietechnologie ist wesentlich weiter als vor 10 Jahren. So, das heißt, eben vor 10 Jahren kam ich 50 Kilometer. Heutzutage komme ich mit den Leichtfahrzeugen 200 Kilometer. Es sind Fahrzeuge bis zu 300 Kilometer heute ohne Probleme machbar. Ich denke, Leute überschätzen erheblich die Strecken, die sie zurücklegen. Das heißt, die Reichweite von Fahrzeugen wird als limitierender Faktor gesehen, weil die Leute sich nicht vorstellen können, dass man mit 120 Kilometer Reichweite im Alltag auskommt. Dabei ist die durchschnittliche Fahrstrecke in Deutschland aller Autos gemittelt 37 Kilometer pro Tag. Ja? Und 37 Kilometer fährt jedes Elektroauto.